Jo, hallo mal wieder ein kleines Video auf Deutsch, weil sich da jetzt auch gerade was ergeben hat oder sogar zwei Sachen, die sich ergeben haben. So, jetzt die Tür zu. Also, so wie es im Moment aussieht, habe ich jetzt jemanden gefunden mit einem großen Lieferwagen, der mir den Umzug machen kann. Und wenn alles gut geht jetzt, könnte ich Ende nächster Woche hier weg sein. Das weiß ich dann genau Dienstag, glaube ich, also am 5. Weil ich muss jetzt halt erstmal abwarten, dass mein nächstes Arbeitslosengeld da, meine Arbeitslosenhilfe kommt, weil ich zwar jetzt jemanden gefunden habe, aber das kostet 100 Euro, wenigstens 100 Euro mehr, als ich eigentlich geplant hatte. Ich hatte halt immer gedacht, so 300 Euro könnte ich dafür für den Umzug bezahlen. Jetzt will der 400 haben. Aber ich mache das jetzt einfach mal, damit es auch mal endlich irgendwie weitergeht. Ja, das heißt, ich muss jetzt erstmal auch noch organisieren ein paar Sachen. Ich muss mal sehen, hier der Nachbar, einer der Nachbarn, der hat so einen alten Pritschenwagen, den der immer auf den Pisten hier benutzt. Und da muss ich mal sehen mit ihm, ob ich dann an dem Tag, wenn ich umziehen will, das Teil eventuell mal leihen kann. Und um dann die ganzen Sachen, die jetzt unten im Auto aufbewahrt sind, vom Auto dahin zu bringen, wo der letzte Platz ist, wo der mit seinem Lieferwagen dann noch drehen kann. Weil unsere Straßen und Wege hier, die sind alle ziemlich eng. Und dann bin ich mir nicht sicher, ob der mit seinem Teil durch die Hausdurchfahrt kommt, die da unten in dem Hamlet ist. Und dann ist es wahrscheinlich besser, dass der vorher irgendwo parkt und ich dann die Sachen mit dem Pritschenwagen zum Beispiel, also ich bringe dann den Rest von hier oben noch runter die Tage und dann das mit dem Pritschenwagen als Schubkarre mache. So, ich habe wieder Wasser im Haus. Ich hatte da ja ein Video gemacht, das ging dann den ganzen Tag noch so mit weiter, dass ich damit ich das Wasser wieder ans Laufen bekomme. Aber jetzt läuft es wieder, aber ich habe keinen Druck. Also da muss irgendwie Kies sich mit reingesaugt haben. Weil die beiden, die Ventile, wenn ich die auf und zudrehe, das merke ich so, das knirscht dann richtig so beim Wiederzudrehen. Da ist also irgendwie Kies reingekommen und da kann ich jetzt auch erstmal nicht viel machen. Und diese Wasserleitung war halt, also wie gesagt, ich hatte ja das vorher schon mal gesagt. Als die mir gesagt haben, dass ich weiterziehen muss, dann das war genau eine Woche vorher, bevor ich eigentlich das Wasser neu machen wollte, alles, weil das alles schon so alt ist, ja. Okay, Wasser im Garten ist auch wieder da, nachdem wir ein bisschen Regen hatten endlich. Und ich mache das halt jetzt weiter hier mit meinen alten Dachrinnen und alles. Und dann halt mit meiner Irrigation, die ich jetzt hier überall kreuz und quer durch den Garten laufen habe. Und das geht ganz gut. Heute Nacht soll es ein bisschen regnen. Ich werde jetzt aber trotzdem noch eben gießen. Vor allem auch die Gojis und so. Weil das Zeug muss auch erstmal hier bleiben. Also ich muss dann irgendwie sehen, dass ich dann im Oktober vielleicht, dass ich mir dann ein Auto leihen kann
Und dann kann ich halt, also meine Gojis will ich gerne mitnehmen, wohin auch immer es dann am Ende geht. Und mein Salbei, das schneide ich dann halt alles zurück und nehme dann die Stauden, nehme ich dann mit. Aber das ist halt jetzt noch nicht die gute Zeit, das zu machen, weil die Pflanze, dass die das auch überlebt. Und deswegen werde ich also auf alle Fälle noch einmal zurückkommen müssen. Aber mit dem Auto geht das eigentlich. Also wenn man die Autobahn nimmt, die muss man, in Frankreich kostet das ja Geld, aber da gut, die paar Euro ist es mir dann wert. Wenn ich also über die Autobahn fahre, kann das alles ganz relativ schnell gehen. So, und dann die zweite Neuigkeit ist also, ist schon wieder lächerlich. Jetzt bin ich wieder blockiert auf Facebook. Und vielleicht diesmal auch für länger, weil ich war ja schon etliche Male blockiert. Das habe ich dann aber häufig vorher gewusst, als ich, bevor ich geschrieben habe, dass man die ganzen amerikanischen Flugzeuge abschießen soll und die ganzen Schiffe versenken soll. Das war mir da vorher schon klar, dass ich gesperrt werde. Aber jetzt habe ich dann, ich meine, ich kriege ja nicht viel mit, was in Deutschland passiert, außer von den zwei, drei Kontakten, die ich jetzt in Deutschland noch habe. Aber dann auch nur so Sachen, für diese, die sich dann interessieren, dass ich das dann mal durch Zufall sehe und so. Und jetzt habe ich diese ganze Winnetou-Geschichte. Nun lass doch den armen Winnetou in Ruhe. Und da läuft jetzt halt wohl irgendwie gerade der Winnetou-Skandal oder der Karl-May-Skandal oder was in Deutschland. Alle regen sich jetzt über Winnetou auf. Und also ich muss jetzt mal ganz klare Ansage machen. Ich bin nicht links, ich bin nicht rechts, ich bin Anarchist. Und eure Linken und Rechten, für mich seid ihr alles die gleiche Bande im Grunde. Wenn man euch alle zusammen in einen Sack steckt und draufschlägt, wird man nie den Falschen treffen, hätte meine Mama immer gesagt. So, und dann, für mich sind Negerküsse, Negerküsse und Zigeunerschnitzel, Zigeunerschnitzel und Winnetou ist toll und genauso wie Otto, weil Otto ist bestimmt der Nächste, weil das ist ja dann, wirft ja vielleicht dann ein schlechtes Licht auf andere Ostfriesen oder so. Also bereitet euch schon mal auf den Otto-Skandal vor. Und dann gäbe es ja dann noch so ein paar Leute, ne, die irgendwie ein schlechtes Licht auf ihr Volk werfen oder was auch immer. Und jetzt bin ich jedenfalls auf Facebook gesperrt, weil ich dann unter eine Post von irgendjemandem, ne, weil wenn man dann ein bisschen da nach denselben Themen guckt, dann kriegt man dann ja auch immer so Sachen reingeschmissen, was ich auch total nervig finde. Und ja, habe ich dann halt unter so eine Post von jemandem geschrieben, die spinnen die Deutschen. Und daraufhin bin ich dann blockiert worden auf Facebook, weil dann haben sie, ja, ging dann halt so ein Fenster auf und das ist nämlich Hate Speech und Rassismus. Aber wenn das Rassismus ist, zu sagen, die spinnen die Deutschen, heißt das dann, dass nach Facebook Deutsche eine Rasse sind? Weil was wäre das denn dann? Und deswegen, bei mir heißt es ja auch das Faschobuck, weil sich das ja schon mit der Gilets Jaunes-Bewegung und der ganzen Zensur, die darum herum es gab und so, gezeigt hat. Und nun war ich ja eh nicht so richtig happy wie Facebook und hin und her. Und überhaupt, Social Media ist ja nun, ich meine, ist irgendwie völlig sinnlos, finde ich. Und ich muss jetzt halt mal gucken, ob das überhaupt geht, während ich gesperrt bin. Und dann mache ich dieses Facebook wieder zu. Also so ein Quatsch. Ich behalte mal hier meinen kleinen YouTube-Channel. Vielleicht irgendwann werden meine Videos dann interessant genug, dass sich das genug Leute anschauen. Und
Und na gut, vielleicht den Twitter, da habe ich ja auch noch so ein Teil. Das ist immer ganz gut. Finde ich sogar besser eigentlich als Facebook. Das ist mehr so auf den Punkt irgendwie, dass man mal so ein bisschen sehe ich dann immer mal so ein bisschen, was die ganze Scheiße, die so abgeht in der Welt. Aber ja, den ganzen Facebook-Kram ist mal ja sehr dicht. Die können mich mal. Und wie gesagt, bin ich jetzt ein rechtes Schwein, weil ich Zigeunerschnitzel und Negerkuss sage und Winnetou toll finde? Vielleicht, keine Ahnung. Aber das passt dann schon. Okay, ich wollte ja nur eben diese zwei Neuigkeiten. Es wird dann sicherlich noch ein Video in welcher Sprache auch immer geben, wo ich dann so ein paar Impressionen von dem Umzug filmen will. Vielleicht finde ich ja sogar jemanden, also diese Frau, die mir jetzt dieses Stück Land lässt, die hat einen Sohn, der ist so, keine Ahnung, wie alt er ist, 17, 18. Und die jungen Leute, die kennen sich ja alle gut aus mit der ganzen Technologiekram und so. Und vielleicht finde ich dann endlich mal jemanden, der mir die Videos dann, selbst wenn ich jetzt mehrere Kurzvideos mache, das zusammenschneiden kann und solche Sachen, weil das kann ich alles nicht. Und ich meine, ich kann zwar das googeln, wie man das macht, aber wirklich nicht so mein Ding unbedingt, solche Sachen. Und ich werde jetzt also nicht anfangen, mir jetzt noch einen Computer zu holen und so, sowas brauche ich alles nicht. Ich brauche andere Sachen, andere Werkzeuge als sowas. Und dann gebe ich dann lieber mal irgendwann jemandem ein kleines Scheinchen, der mir das fit macht. Okay, das war's jetzt. Ich wollte das halt nur mal eben die Neuigkeit verkünden und werde versuchen, positiv das zu sehen jetzt und dass nicht wieder eine Flutwelle die Brücke wegreißt oder der Typ seinen Führerschein verliert, weil er zu viel kifft oder so. Weil ich war ja jetzt schon zwei, dreimal an dem Punkt, wo ich gesagt habe, juppie, jetzt geht's endlich los. Und dann, nun bin ich ja nun immer noch hier. Damit sage ich euch dann mal Tschüss und Winnetou ist toll.